Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Natos und das hier ist noch Star Trek Armada 1. Ja, leider hat mich hier eine kleine temporale Anomalie überwältigt und erfasst und hat mir einfach die Zeit geklaut fürs Aufnehmen. Tut mir sehr leid für die Pause. Das sind jetzt, glaube ich, fast 2,5 Monate, beziehungsweise sogar mehr als 2,5 Monate. Aber jetzt hoffentlich geht es wieder weiter. Und wir schaffen es, die Borg aufzuhalten. Die hatten uns das Omega-Partikel geklaut, beziehungsweise nicht uns direkt, aber sie haben es jetzt. Und wir müssen quasi schauen, dass wir es jetzt zerstören. Das ist aber gut geschützt. Und dafür, um die Schilde auszuschalten oder zu schwächen, müssen wir die beiden nächsten vorher ausschalten. Das sind auch die Ziele, die wir hier gerade noch sehen. Das waren unsere alten Ziele. Wir knüpfen einfach weiter dran an und schauen, dass wir hier jetzt gut durchkommen. Und die Borg endlich aufhalten. Die Aufnahme ist zweigeteilt. Der erste Teil ist entstanden vor der Anomalie. Da war ich auch noch krank. Man hört es wahrscheinlich ein bisschen aus der Aufnahme raus. Aber schauen wir mal, vielleicht hat das sogar meiner Stimme gut getan und hat sie verbessert. Der direkte Vergleich. Mal schauen, ob man den Übergang hört zwischen kranker Aufnahme und Neuaufnahme. Der zweite Teil ist nämlich neu entstanden, jetzt gerade erst. Genau. Wir stürzen uns jetzt voller Elan rein und halten die Borg auf. Ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben gerade den Mond hier erobert, um neues Silizium zu bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Beim letzten Mal wurden wir angegriffen unten. Und wir haben ja alles verloren, was romulanisch ist. Wir können nichts romulanisches mehr bauen. Wir haben das Bauschiff verloren und die Sternbasis. Ja, das heißt, wir haben nur noch Klingonen und Föderation. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie Nachschub kriegen, aber ja, wir schaffen das auch mit denen. Wir schaffen das. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und dann schauen wir mal, was so kommt heute. So, genau, wir waren hier oben. Was hast du denn noch an? Die sollten wir mal reparieren. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, mehr von denen hier. Sonst wird das nichts. Da werden wir schon wieder angegriffen. Standing by. Na, kommt ihr her oder fliegt ihr weiter? Was macht ihr? Oh, 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 da oben auch. Okay. Starship complete. Vielleicht kann ich die doch nicht zum Reparieren schicken. Okay, schauen wir mal, wie das so wird. Also gehen natürlich wieder auf die Schwächste hier. Ah. Aber noch halten die Schilde. Schauen wir mal. Okay, anscheinend müssen wir die da doch ein bisschen da lassen zur Sicherung noch. Wir sind Klingons! Immediately! Oh, da kommen sie schon wieder. Waiting orders. Our base is under attack. Okay, aber solange sie nur mit den kleinen Sachen kommen. Vielleicht noch ein paar mehr und dann müsste das eigentlich schon passen hier. Genau, einfach eine Schiffswerft hier bauen, ne, und die da reparieren lassen. Das würde auch funktionieren. Wir haben da oben ja auch einen Mond. Gut, mit den beiden räumen wir hier auf jeden Fall nicht auf, weil das macht keinen Sinn. Die werden sonst nur... Aber wir bauen doch hier fleißig weiter, oder? Wo sammeln die sich? Hier. Yep. Sehr gut. Das heißt, mit der nächsten können... Transwarp signatures detected. Insufficient dilithium. Okay. Transwarp, was? Wo? Die Sphäre hier. Give the word. A battle has begun. Okay, du hast schon keine Schilde mehr. Du gehst mal weg hier. Standing by. Awaiting orders. Du bist auch schon ziemlich angeschlagen. Change heading. Our base is under attack. Ja, also ein Schiff, dagegen kommen sie an. Okay, gut. Ah, hier unten auch? Ja, gut, aber da. Construction has begun. Transwarp signatures detected. Ready and so, schauen wir mal, ob die gegeneinander so durchfliegen können. Give the word. Scheint zu funktionieren. Wunderbar. A new station is complete. Repariert euch mal. Yep. Schon haben wir wieder eine neue Flotte. Wunderbar. Enemy engaged.
Oh, ein kleines Schiff versucht. Oh, das ist aber süß. Wo sind denn die ganzen Kuben hin, hä? Huh? Okay, gut. Ihr habt nichts gesagt. Da sind sie schon. Aber kein Forschungsschiff. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das sollten wir überleben. Genau, wenn wir nämlich hier out of Dilithium sind und hier drüben auch, das was wahrscheinlich relativ schnell geht, dann würde ich sagen, greifen wir mal hier oben an. Hier ist ein lila Mond und hier sind zwei Forschungsstationen. Das heißt, wenn wir die ausschalten, dann dürften sie eigentlich keinen Assimilationsstrahl mehr haben und nicht mehr diesen, wie heißt der, Tritiumstrahl? Der lila Strahl von dem Borg. Dann sind unsere Stationen hier mal ein bisschen besser geschützt. Change heading. Fliegt mal hier runter. Give the word. Alter course. Yep. Eigentlich könnten wir euch auch, euch brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die Romulaner lassen wir mal, aber die können wir nicht mehr bauen. Aber euch. You honor my house. Ihr zwei könnt euch einfach mal reparieren. So ärgerlich, dass wir keine Romulaner mehr haben. Ah. Naja, so ist das halt. Ah, perfekt. Wir haben einen neuen Angriffstrupp. Den schicken wir auch gleich mal hier rüber. Ja, einfach hier hin. Signatures detected. Wieder einmal durch. So, mit denen. Die sollten hoffentlich nämlich reichen, um den Mond zu sichern. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich wieder aufgebaut haben. Da oder nicht. Das werden wir gleich mal sehen. Waiting orders. Können wir unsere Basis hier nämlich verlegen, dann brauchen wir die hier unten nämlich nicht mehr, sondern bauen nur noch hier oben ab. Und dann holen wir uns schon den lila Mond. Oh ja, für unendlich Dilithium. Oh, okay, gut, nur ein Frachter. Ich dachte gerade schon, das wäre ein Bauschiff gewesen. Standing by. Ah, das hätte mich gefreut. Mist. Ah. Ist hier überhaupt jemand? Steady as she goes. Hallo? Ich dachte, hier war jemand. Standing by. Ist hier noch Dilithium? Ja, halb voll. Könnte man sich schon noch mal... Give the word. Ja. Dann... Let us get to work. Auf geht's mit dir. Wir könnten jetzt eigentlich auch... Das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Transwarp signatures. Die zweimal zurückholen. Dann sind die hier in Sicherheit, die können hier unten bleiben bei den anderen. Oh, Enemy. Ah, da kommt er schon. Aber nur ein bisschen was, das ist okay. Change heading. Change heading. Ah. Station construction has begun. Ich dachte, sie wären jetzt genau im Weg zum Bauen. Aber hat funktioniert, sehr gut. Ja, dann bauen wir uns hier mal auf. Hier ist oben ist eh gleich leer, ne? Ja, genau. Dann schicken wir die zum Reparieren und dann greifen wir mal an da oben. Give the word. Attacke! Alle gehen sie direkt aufs Bauschiff, ne? Ah, okay. Starship complete. We do not have enough resources. Oh, okay. Das ist echt knapp. Vielleicht sollten wir mal kurz aufhören, hier zu bauen. Standing oh, by. Oh, 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 oh. We cannot build there. Au. Was? Aha. Okay. Auxiliary power to weapons. We have a new ship for the fleet. We do not have enough resources. Ready and able. Okay. Jetzt kommen sie doch wieder mit ein bisschen mehr. Es hat reingehauen. Eieieiei. Let's get to work. Give the word. Aber es leben noch alle. Einigermaßen. Aber ich schicke euch mal alle zum Reparieren. Oh, oh, oh. Okay, da kommen sie gleich wieder. Ah, nee, ich brauche euch. Sorry. We have a new ship for the fleet. Ich brauche euch. By. Zumindest ein paar von euch. Steady as she goes. Sonst wird das hier nichts. There is no more dilithium here. Ah, der Mond ist leer. Ah, jetzt sind sie genau an. Ach, auch egal.
zumindest bis wir ein bisschen hier aufgebaut haben. So, dann machen wir kurz ein Transwarp-Gate. Und zwar... Oh, super praktisch, die Technologie. Ihr hier rein. Ihr hier rein. Und ihr hier weg. Ja, das schaffen wir. Dann können wir hier oben alles wieder abbauen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Ja, kann ich mal ein bisschen so... kann das Tor nicht anwählen. Hetzer, aus. Dann demontieren wir hier mal alles. So, wir hätten 5000 Silizium. Das heißt, wir könnten uns jetzt eine Station bauen. Also so eine. Da ist jetzt nur die Frage, wohin? Passt sie hier rein? Die wird hier reinpassen. Ist halt ein bisschen arg ungeschützt hier. Oder wir schauen, dass wir die hier drüben bauen. Hier ist auch noch ein bisschen Verteidigung. Aber nicht so viel. Weil wenn die hier nochmal mit einem großen Angriff kommen und die direkt hier vorne steht, dann haben wir da keine Chance, die zu verteidigen. Ja, vielleicht ist es hier drüben sogar echt besser. Transwarp signatures detected. Ah, okay, sie greifen uns wieder an. Sollen sie machen. Proceed. Wir machen ein kleines Tor hier rüber. Bitte einmal hier durch. Kommen wir gleich eins nach, nicht, dass wir die auch noch verlieren. Und bei denen haben wir ein paar Bauschiffe. Acknowledged. Ja, dann bau doch einfach mal hier in der Nähe von der Sternbasis das hier. Confirm, Starfleet. Oh, da kommen mehr. Oh, sogar ein Kubus. Schauen wir mal, wir fliegen mal ein bisschen weg. Schauen wir mal, was die Stationen dagegen machen. Es würde mich mal interessieren, ob die das... oh, okay. Ja. Also eine haben wir schon verloren. Und die zweite wohl auch. Okay. Vielleicht brauchen wir doch ein bisschen mehr hier. Oder wir lassen einfach die hier. Das ist ja auch. Aber ich würde gerne mit zwei Armeen angreifen hier oben. Weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich ziemlich... Oh. Der Kubus, der räumt hier ganz schön... Und der... Hallo? Die machen echt viel Schaden und halten ganz schön viel aus. Give the word. Der kommt mir jetzt nicht hier. Nee. Ah, okay. Jetzt ist er eh schon. Dann bauen wir mal über drei hin. Schauen wir mal, ob das reicht. Standing by. Ich habe jetzt mal ein Bauschiff hingeschickt, dass wir das mal abschleppen können. Das haben wir ja noch nie gemacht, ne? Also man gibt ja hier den Traktorstrahl. Genau, das sieht man. Und dann fängt das ein und dann kann das Bauschiff quasi Schiffe abschleppen. Aber meistens beamen mich einfach Leute rüber und dann reparieren die das ziemlich schnell und dann können die eh wieder fliegen. Aber ich wollte das mal... ausprobieren und zeigen. So schaut das aus. Wenn man es quasi mit einem Bauschiff abschleppt. Also cool wäre natürlich, wenn man jetzt quasi mit dem Traktorstrahl das Schiff einfach hier direkt in die Werft ziehen kann. Das wird gar nicht hier... Weil ich kann jetzt zwar auf Reparieren drücken, aber macht ja nichts, ne? Oder was passiert, wenn ich dich zum Reparieren schicke? Geht das so? Nee, okay, dann deaktiviert er... schmeißt er das Schiff einfach weg. Alles klar. Gut, ja, das heißt, wir müssen doch beamen. Schade. Das wäre cool, wenn du es quasi wirklich schön abschleppen könntest und da reinfahren könntest. Wir reparieren dich mal, weil du das letzte Romulanische bist. So als Andenken, wir stellen sie ins Museum. So, wir haben jetzt mal hier überall drei Stationen und drei Schiffe. Ich habe die mal getan. Ja, wir können es gleich ausprobieren. Perfekt. Schauen wir mal, wie gut die sich jetzt Enemy halten. Engaged. Starship complete. Ja, die Schilde kriegen schon gut was ab, ne? Okay, aber es sind lauter einigermaßen kleine Schiffe. Schauen wir mal. Kommt da noch was Größeres? Ne, da kommt auch sowas. Okay. Könnte zwar auch ein bisschen in die Mitte fliegen, aber dann stören wir quasi ständig die Abbauschiffe. Das ist auch nicht so gut. Aber ein bisschen näher vielleicht schon hin. Vielleicht hier so. Ah. Standing by. Standing by. Give the word. Awaiting orders. So, wir stellen die mal ein bisschen so an den Rand hin, dass sie mit den Stationen Awaiting kämpfen. Orders.
Ready and able. Jetzt hängt er hier fest. Fliegt halt außen rum. Alter Course. Oh, da sind noch ein paar. Gut, die stehen hier, ne? Das können sie gerne machen. Enemy engaged. Da unten. What? Habe ich doch die zweite Flotte geparkt. Ja, zieht euch mal zurück. Hier rein. Ready and able. Genau, die andere habe ich jetzt hier. Die habe ich hier. Das heißt, wir hätten zwei zum Angreifen. Schauen wir mal, ob das... Oh, die warten wieder, bis sie mehr haben. Clever. Sind schon... Ja? Gute Taktik. Ich fahre mal ein bisschen hier hin. Dass, wenn sie das Angreifen, auf jeden Fall in der Reichweite von Stationen sind. Standing by. Okay, scheint zu funktionieren. Okay. Dachte jetzt schon, hier kommt der große Angriff. Steady as she goes. Aber ich würde sagen, wir sind ready für unseren Angriff. Hier oben. Wir warten Enemy vielleicht noch kurz. Okay, gut, das sollten wir überleben. Wir haben ja doch gute Verteidigung hier. Na, sogar ein Kubus. Ja, aber das gleich weg und jetzt? Oh ja. Die hauen schon gut rein hier. Was verloren? Nö, alles super. Dann Angriff. Und zwar, wir mogeln uns einfach hier oben irgendwo ins Eck. Ja, schau mal. Was? Noch einer? There is no more dilithium here. Gut, das war schon leer. Complete. Gut. Dann könnt ihr euch mal... Salvage this ship. Hat sich ja voll gelohnt hier. Gut. Warte, wir bauen das kurz noch wieder ab. Oh, da kommt noch ein Angriff. Hier unten steht einer rum. Ah, der wartet wieder. Aber die sollten schnell vorbei sein hier. Kabum! Ich würde sagen, wir bauen einfach noch ein bisschen hier unten jetzt auf, nachdem wir doch bleiben hier. Genau, hier ist alles weg. Wir haben gerade keinen Dilithium-Nachschub. Das heißt, alles, was wir machen, ist quasi auf Bank. Das heißt, es wird Zeit, dass wir uns das da oben holen. Und das machen wir jetzt auch. Was machst du denn hier? Bitte hier runter. Steady as she goes. Okay, gut. Einfach mal. Station is complete. Gut, okay. So, Wurmloch. Transwarp signatures detected. Transwarp. Oh yeah. Change heading. A new battle station is. Schauen wir mal, ist da oben gleich. Nee, okay, wir sind noch alleine. Dann das Tor gleich deaktivieren, dass wir ein bisschen sparen können. Ja, das sollte reichen. Enemy engaged. Ah, da kommen. Okay, da kommen sie. Ready and able. Wir zerstören erstmal die Schiffe, bevor wir hier die Station angreifen. Okay, das war jetzt noch nicht so viel. Ja, dann greift es doch mal an. Schadet nicht. Standing by. Standing by. Wir machen das einfach mal so. Teilen uns ein bisschen auf. Ihr da, ihr da. Ah. Standing by. Okay, alles klar, zurück. Give the word. Reroute all auxiliary power to weapons. Erstmal den hier. Awaiting orders. Okay, ihr könnt schon mal den hier angreifen. Awaiting orders. Ihr könnt mal helfen. Alter Kurs. Geht mal ein bisschen weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hier, die Station ist ein bisschen lästig. So far, so gut. Awaiting orders. Okay, ja, bisher. Awaiting orders. Enemy engaged. Ah, da ist er, glaube ich. Das ist der schöne Tritiumstrahl. Steht das hier auch? Ultritium. Ah, nicht Tritium, Ultritium. Das ist natürlich. Ah, es ist besser als normales Tritium, ne? Es ist Ultritium. So, wir könnten jetzt hier auch die Station ausschalten. Wollen wir das denn? Also, wir könnten hier quasi die ganze Basis ausmerzen. Ja, gut, wir hätten ja eigentlich das temporale Feld. Standing by. Greifen wir schon mal hier an.
Du gehst mal ein bisschen weg hier, du bist viel zu nah. Weg. Na gut. Dann machen wir das jetzt so. Transwarp signatures detected. Und jetzt kommt Transwarp Signature. Detected. Standing by. Awaiting orders. Also das ist eine Schiff hier unten, das fliegt hier, keine Ahnung. Standing by. Ja, ich weiß, das ist zwar, aber wir müssen jetzt wirklich erstmal das hier angreifen. Standing by. So, machen wir das hier. Wobei, du könntest ja den hier machen. Ah, okay. Jetzt sollte es wieder passen. Awaiting orders. Standing by. So, fliegt mal ein bisschen hier vor, dass wir die auch gleich mit zerstören können. Genau. Wunderbar, bevor das Feld ausfällt. Yep. Ready and able. Jetzt könnt ihr den mal verfolgen. Na gut, lasst ready ihn fliehen. And able. Lasst ihn weg. Da Give kommt ein neuer. Den könnt ihr angreifen. Ah. Standing by. Hallo? Ah, schade. Give the word. Ich dachte, so was zum Reparieren hier würde nicht schaden. Auxiliary power to weapons. Enemy engaged. Standing by. Ah, eins haben wir schon verloren. Aber nur eins, okay. Awaiting orders. Ah, nee, das können wir noch nicht holen, weil... Give the word. Awaiting orders. Give the word. Okay, du greifst den an, dann machen wir bei dem hier. Give so, the word. Dann den hier. Wenn wir die Station entern, dann Give the word. wird ja gleich zerstört hier von denen. Give the word. Ready oh, oh, oh. Ready alle erstmal auf das hier. Aktiviert das hier schnell. Alter course. Give the word. Awaiting orders. Oh oh. Ja, das haut schon ein bisschen rein, ne? Oh oh, ja, macht ihr erstmal platt hier. Oh, da kommt noch was. Standing by. Enemy engaged. Wenn die jetzt einen Strahl macht, dann. Ah, aber wir haben die Station. Sehr gut. Liegt es vielleicht da dann? Standing by. Awaiting orders. Also entweder wir fliegen jetzt hier ein bisschen weg oder. Okay, wir verlieren die wahrscheinlich auch, ja. Awaiting orders. Ja, jetzt können wir dich holen hier. Ah, es sind schon ein paar Verluste dabei hier. Okay, aber der kommt nicht weit. Okay, gut, der greift zwar hier an, aber... Sollte passen, ja. Ah. Nein, das haben sie genau in dem Moment... Awaiting orders. Na gut. Dann räumen wir jetzt den Rest auch hier auf und dann bauen wir unsere Basis auf da oben, dass wir endlich wieder die Lithium kriegen. Enemy engaged. Awaiting orders. Wobei, fliegt man einfach Give hier in die Nähe, das funktioniert wahrscheinlich besser. Also sie fliegen einfach so, dass sie gerade schießen können und dann die Schiffe da hinten bleiben hängen und können nicht schießen und ja. Du machst mal lieber so. Give the word. Funktioniert wahrscheinlich besser. Awaiting orders. Na, da ist noch die Abbaustation, stimmt ja. So, jetzt könnt ihr in Ruhe hier aufräumen. Wir schicken mal ein Bauschiff da hoch. Einfach hier hin. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo... Genau. Vielleicht schicken wir einfach zwei hoch. Dann geht der Aufbau schneller. Ich würde sogar sagen, wir bauen hier eine Sternenbasis hin. Weil wir hier quasi ziemlich lang bleiben. Transwarp Signatures detected. Ah, okay. Transwarp Signature. Vielleicht werden wir doch mal wieder angegriffen. Ich habe mal angefangen, hier oben schon mal eine kleine Schiffswerft zu bauen von den Klingonen. Bauen wir uns hier oben einfach die Klingonen auf. Das heißt, wir bauen dann auch hier das Weapons Center und die... Okay, die große Forschungsstation. und genau, den Rest halt. Schade, hier unten hätten wir so schön Romulaner aufbauen können. Ja, aber... Ah, ja. Gut, wo sind jetzt die Transwarp Gates? Ich dachte, wir werden jetzt hier angegriffen. Noch scheint alles friedlich. Ah, Station ist fertig. Ich würde sagen, wir bauen mal einen Bird of Prey. Give the word. Ihr repariert euch mal. Okay, gut.
Die Warteschlange hier ist natürlich ein bisschen mit dem Mond. Naja, wird schon. Die große Schiffswerft bauen wir ein bisschen weiter weg, dass wir... So, du tanzt dich mal. Und jetzt, nachdem wir ja die Forschungsstation zerstört haben, dürften die eigentlich keine Antitarnung mehr haben, oder? Das heißt, wir könnten jetzt den Rest der Karte erkunden. So der Plan. Ah, wir werden tatsächlich angegriffen. Schnell, verteidigt euch. Gut, wow. Oh, ich sehe grün. Hallo. Na, wir fahren dich mal ein bisschen weg hier. Du bist hier schon ein bisschen sehr an der Front. Oh. Die Verteidigung wird ja wirklich gebraucht. Richtig gut. Ich hoffe, er ist schlau genug, dass er nicht hier durchfliegt. Kommen wir überhaupt rein hier ohne Transportgate? Ah, ja. Hier. Okay, er ist also doch hier durchgeflogen. Und jetzt hängt er... Oh. Okay. naja. Soll er das doch mal machen? Vielleicht kommen wir hier sogar ein bisschen drum raus hier. Schaffen wir das, ohne in den Nebel zu kommen? Weil ich glaube, der deaktiviert die Tarnung. Ah, Mist, hier sind auch noch Steine. Vielleicht hier hin? Excellent plan. Bist du hier geschoben? Nee. Okay, das heißt, wir können hier warten, bis eine Lücke kommt. Okay, wir sehen aber eine Lücke. Wir warten einfach mal hier. Wo ist denn der andere? Wir haben doch noch eingebaut. Erforschen. Ah, Forschungsstation ist fertig. Wunderbar. Das heißt, Schiffswerft. Hier ist doch eine Lücke. Gleich die. Wunderbar. Hey, wir können... Hey, richtig gut. Wir können uns mal ein bisschen umschauen hier. Okay, also wir haben hier einen Kubus, Forschungsschiff, Bauschiff. Noch ein Forschungsschiff. 8000 Leute. 100%. Steht auch, wie viel er hat? Ja, 4000. Und wie viel hat der Kubus? Ah, okay, also fast viermal so viel. Und wie viel hat so eine normale Sternbasis? Hallo? 6, okay, das hat weniger. Ich hätte es erwartet, es hat richtig viel. Na gut. Und es hat auch keine Waffensysteme? Das heißt, wir haben ja schon mal einen Spion hier drin. Sehr praktisch. Wir lassen dich einfach mal hier und schauen mal. Oh nein. The battle has begun. Ah, die sind echt nicht die hellsten. Ah, gut. Bauen wir noch einen und diesmal schicken wir ihn händisch rum. Transwarp Signatures detected. Transwarp Signatures? Ah. Wir könnten auch eine hier beim Gate stationieren und schauen, ob die hier rauskommt. Das würde mich auch interessieren. Wenn die sagen Transwarp. Dann bauen wir einfach noch einen. So teuer sind die nicht. Wir haben jetzt unendlich Dilithium. Schauen wir mal, ob die hier immer ankommen beim Gate. Oh, okay. Oh, wer ist denn hier? The battle has begun. Oh, da sind sie. Okay. Okay, schauen wir mal. Sind durchaus ein paar. Aber wir haben hier bestimmt noch... Ah, wir haben kein Baustoff mehr hier, ne? Dann bauen wir gleich eins. Ah, jetzt der Kubus noch. Oh, oh. Ja, der macht schon mehr Schaden. Da kommt noch mehr. Okay, aber nur ein bisschen was Kleines. Okay, wenn der Kubus schon mal weg ist, ist das schon mal gut. Ja, wir bauen das hier wieder auf und auch ein bisschen dicker. Nicht nur eine Reihe, sondern ein bisschen mehr. Dann geht es auch besser. Ja, aber hat funktioniert, stand gehalten, er ist gleich fertig. Ich habe mal noch einen hier hochgeschickt, dass wir hier ein bisschen gucken können. Ah, hier ist auch ein normaler Kubus. Noch ein Kubus, noch ein Kubus. Da wird gebaut. Ah, okay. Das heißt, er baut auch aktiv. Ah, unser Spion hier hat gerade gesagt, die Lithium ist alle hier. Okay, das heißt, die normalen Monde sind wohl alle leer. Das heißt, nur noch die Unendlichen hier.
Transwarp signatures detected. Oh, schon wieder Transwarp. Und kommen die hier? Ja. Ha. Tatsächlich. Ah, wie cool. Die kommen wirklich Station hier durch. Complete. Ah, die könnten ruhig mal was Größeres schicken hier, oder? Wir forschen mal noch hier die Iron Cannon. Für die Klingonen. Die können wir wahrscheinlich noch ganz gut brauchen. Was war denn hier oben noch? Nix? Okay. Ja. Ich schicke den gerade händisch ein bisschen rum, dass der nicht wieder durch den Nebel fliegt und schau einfach, was hier so ist. Und bisher habe ich nicht wirklich was entdeckt, außer hier einzeln und alleine eine Sphäre, die hier rumstand. Ich würde was sagen, wir können das eigentlich so langsam sich alleine überlassen hier mit der Verteidigung und so. Das heißt, wir öffnen mal ein Transwarp-Gate, holen die nach Hause und dann schicken wir hier, fangen wir an, die hier mal auszurotten. Ready and able. Ah, da haben wir gleich was gefunden. Wollte die Kunst hier parken, aber da haben sie schon was gefunden. Zerstört die einfach mal schnell. Oh. Lieber das hier. Das macht mehr Schaden. Ah ne, es kann ja nicht mehr. Voll gut. Ah, dann ist es ja easy hier. Sehr gut. Dann fliegen wir mal hier in die Nähe. Ah, da ist noch ein bisschen was. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, da ist sogar ein... Den machen wir zuerst, ja. Ah, das war wahrscheinlich das, was durch das Transportgate gekommen ist und uns nicht angegriffen hat. Machen wir mal ein bisschen so hier. Wollen ja nicht gleich am Anfang eins verlieren. Enemy engaged. Ich will die einfach aushalten. Awaiting orders. Oh, wir sind sogar schon in... Oh, gut, dann einfach voll rein hier. Sollten wir schon überleben, hoffentlich. Nicht immer da rumfliegen. So. Holen wir uns jetzt erst das hier. Das ist auch schon gut bewacht. A new battle station is complete. Oder wir holen uns erstmal. Ne, wir holen uns erst das hier. Das heißt, wir fliegen mal in die Nähe hier. Diesmal nicht so nah hin. Und zur Not haben wir ein temporales Feld hier dabei. Wenn wir jetzt gleich die Kuben rauslocken, schauen wir mal. Okay. Hier oben ist einer. Und ein paar kleine Schiffe. Das heißt, wir könnten auch. Transwarp signatures detected. Oh, kriegen sie wieder Verstärkung? Na, ja, ja, jetzt kommt's. Oh, zwei Kuben. Aber kein Forschungsschiff. Okay, anscheinend werden die nicht angelockt. Aber wir könnten einfach mal. Temporal distortion detected. Enemy engaged. Wir gehen hier einfach volle Kanone rein. Standing by. So, dass möglichst alle schießen können. Aktivieren die mal, dann werden die anderen auch mit angegriffen. Standing by. Verstellt erstmal die großen Schiffe hier. Give the word. Awaiting orders. So, bist du schon? Ja, du bist schon weg. Sehr gut. Wenn der dann weg ist, dann haben wir den hier. Give the word. Und die zwei können hier einfach mal angreifen, was sie wollen. Awaiting orders. Ha, hat funktioniert. Der kam nicht mal. Oh, doch, da kommen die. Alles klar. Wir warten mal hier. Da kommen sie. Da kommen sie. Give the word. Ah, und jetzt haben wir gar keine Spezialwaffe, ne? Okay, jetzt werden wir Verlust erleiden. Give the word. Ah, okay. Na gut. Enemy engaged. Standing by. So, wir fliegen mal ein bisschen näher hin und dann den Kubus erstmal. Awaiting orders. Und der Kubus ist den hier. Auxiliary power to weapons. Ah, okay, da haben wir schon. Da kommt gleich das zweite Schiff, was wir verlieren. Du fliegst mal ein bisschen weg hier. Wir wollen jetzt nicht gegen den Werfer hier auch noch kämpfen. Standing by. So, zerstört die mal schnell. Standing by. Okay, zwei Schiffe haben wir verloren und ein bisschen was. Awaiting orders. Okay, hätte schlimmer sein können. Hat einigermaßen funktioniert. Wir könnten jetzt mal
glaube, das ist... Oh, da kommt noch was. Ah, okay. Nur eine kleine Sphäre. Die... Frühstücken wir mal schnell. Enemy engaged. Hallo. So. Give the word. Hier greift er das hier an. And able. Hier greift das hier an. Orders. Awaiting orders. Okay, kann gar nicht schießen, alles klar. Awaiting orders. Dann fliegt mal hier hoch. Vielleicht schaffen wir es, die zu ändern, vielleicht auch nicht. Dann fliegen wir einfach runter und reparieren uns kurz. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, jetzt. Hier, beamen. Oh Gott, die haben viele Leute. Es gehört uns. Ein Mond befreit. Sehr gut, er hat zwar kein Lithium mehr. Aber hey, wir haben wieder eine Station von ihnen übernommen. Jetzt haben wir nur noch drei kleine, drei große Stationen, plus halt die, das Omega-Paket hier oben. Sehr schön, alle repariert. Dann würde ich sagen, jagen wir mal noch schnell die Station hier. Einfach mitten rein. Ich habe mal noch angefangen, hier oben schon mal die hier zu bauen. Wir können uns dann helfen bei dem letzten. Attacke! Schauen wir mal, ob sie sich einfach selber das richtige Ziel suchen. Okay, erst die Sensorphalanx. Naja. Schau mal, ob es das Schiff überlebt. Ja, hat überlebt. Nicht schlecht. Dann machen wir das jetzt anders. Und zwar so. Standing by. Oh, wir sind ganz schön dicht hier. Bleibt ihr oder greift ihr an? Okay, sie bleiben zur Verteidigung. Die fliegen ganz schön komisch. Na gut. Enemy engaged. Awaiting orders. Mach einfach mal kurz das mit an, vielleicht hilft das ein bisschen. Give the word. Wir bauen hier oben zeitgleich schon mal eine zweite Armee auf. Und wir könnten jetzt auch mal. Wir brechen dich jetzt mal ab und bauen hier mal ein Forschungsschiff rein. Und dann machen wir uns hier, wo haben wir das denn? Energy Disruptor? Nee, den hier. Weapon Research has begun. Genau, das machen wir mal. Das könnte... Schauen wir mal, ich habe was damit vor. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber wir prüfen es einfach mal aus. Complete. Genau, der hier hat auch... Was hatten wir hier für Spezialeffekte? Gimini-Effekt, das ist Verdoppel. Genau, Duplicate, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Shield Disruptor. Das könnte praktisch sein. Research commencing. Was haben wir hier noch? Engineer-Team. Genau, da wird einfach repariert. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Incoming, ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Dann machen wir das hier genauso. Hier haben wir schon ein paar. Sehr gut. Bauen wir auch ein paar. Dann bauen wir uns einfach noch ein bisschen die Flotte aus. Und dann spielen wir uns ein bisschen mit dem Borg hier. Schauen wir mal, ob das so klappt. Und dann holen wir uns hier das Omega-Partikel. Oh, wir werden tatsächlich angegriffen. Wer hätte das gedacht? Die trauen sich ja doch noch, aber die kommen nicht wirklich weit. Ja, wir sind an unser Officer Cap gekommen. Das heißt, ich baue hier gerade fleißig überall Officer Barracks. Hier sind wir wohl schon voll. Okay. Das heißt, das wird richtig spannend hier. Auf geht's, gucken wir mal, was passiert. Lauter kleine Schiffe. Und ein Kubus. Oh ja, die machen schon ein bisschen Schaden hier. Dann machen wir mal erst den Kubus raus hier. Okay, die haben... Was? Das passiert, wenn man zu selbstsicher ist, ne? Ja. So schnell kann es gehen. Da haben wir unser Forschungsschiff verloren und die sind auch ein bisschen angeschlagen. Naja, dann bauen wir wieder neue. Transwarp Signatures. Da kommt Nachschub. Schauen wir uns mal an, was hier kommt. Ein Kubus, eine Sphäre. Oh, Forschungsschiff. Oder Diamond. More officers have arrived. Ja, wir sind ständig aus an die Lithium. vielleicht sollten wir es möglichst schnell den Mond hier holen, dass wir einfach mehr Lithium auf einmal reinschaufeln können. Oh, da kommt noch ein kleiner Nachzügler.
Der will's noch wissen. We do not have enough resources. Station complete. Insufficient dilithium. Ja, ja, ich würde sagen, unser nächstes Ziel, eindeutig hier der lila Mond, um die Lithiumproduktion zu erhöhen. Eigentlich könnten wir das gleich schon machen. Wir haben eigentlich genug. Ich habe die hier schon mal hier vorgeschickt. Zur Verstärkung unserer Armada. Das machen wir hier auch. Haben wir schon ein Forschungsschiff fertig? Nee, haben wir nicht. Wird hier unten eins gebaut? Nee, auch nicht. Oh, 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 da kommt mehr. Da kommt mehr. Hier geht diesmal gleich. Bisschen zurück. Erstmal ein bisschen zurück, dass alle schießen können. Und dann konzentriert ihr euch hier drauf. Yep. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Schon gedacht, da kommen jetzt nur noch kleine, das wär's schon. Ah, und da geht's gleich weiter. Könnt ihr zufällig nochmal schießen? Das könnte sonst eng werden. Ah, einer noch. Ha, gut. Die mit dem Strahl können schon gut. Wir haben zwar die Forschungsstation zerstört, aber ich weiß gar nicht, haben die irgendwo wieder eine aufgebaut? Naja, wahrscheinlich nicht so. Ja! Ich wollte die eigentlich zur Verstärkung da runterschicken und dann da angreifen. Mit einem Forschungsschiff von denen. Ja, ich habe mal den einen hier unten hochgeschickt, das ist unser Spion, dass wir ein bisschen vorgewarnt werden, wenn wir angreifen oder angegriffen werden. Und wir sammeln uns jetzt mal neu hier. Und dann stoßen wir mal hier vor. Schauen wir mal, sind wir schon so nah, dass wir es triggern? Ne, die stehen noch alle schön hier rum. Ah, alles klar. So, wir hatten ein paar Forschungsschiffe dabei. Ah, ne, das ist die Station hier. Und die konnten Schilde ausschalten, ne? Alles klar. Da können wir uns dann hoffentlich... Okay, das funktioniert so nicht. Dann machen wir das so. Genau, hier haben wir die drauf. Alles klar. Dann gehen wir mal ein bisschen nach vorne und schauen, ob wir ein bisschen was rausziehen können hier. Die kommen doch bestimmt gleich, verteidigen ihr Hab und Gut hier. Zum Glück haben die kein Anti-Cloaking. Das sind unsere Spione hier. Weiß nicht, warum sie das nicht erforschen. Naja. Fire when ready. Vielleicht denken sie, wir sind eh keine Gefahr für die. Enemy engaged. Ah, guck mal, da haben wir doch was angelockt. Dann schauen wir mal gleich, wie das wirkt. Hallo? All power to engines. Okay. okay. Ja, das funktioniert gut. Was? A brief moment of time. Ich hätte jetzt gedacht, wir können das schießen, aber wahrscheinlich macht es einfach so was neben anders, ne? Denke ich mal. So funktioniert das. We do not have enough resources. Wir schauen mal und probieren mal. Wir fliegen mal hier hoch. Schauen wir, ob wir hier die Schilder ausschalten können einfach. Mhm. Da kommt der Rest. Wo sind denn unsere Klingonen? Hier. So, wir haben jetzt hier unsere Forschungsschiffe. Wo ist das andere? Ah, es kommt schon. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn du hier daneben fliegst. Enemy engaged. Und das hier ist. Ah, genau. So funktioniert es. Das heißt, wir müssen einfach in der Nähe sein und dann... Nice. So, was haben wir hier? Noch ein paar? Okay. Und da noch einen, ja. Aber wir haben jetzt keine Spezialwaffe mehr, leider. All sections report. Was, Schilde? Okay. Ja, dann schaltet das doch mal aus. Schafft ihr schon. Na, da, unsere Warnung funktioniert. Da sehen wir schon, da schleicht ein Schiff rum. Ah, ich glaube, das will aber nur rein. Okay, das will nicht zu uns. So, der Mond könnte jetzt quasi schon... Okay, der hat es echt versucht. Naja, soll er doch. Der Mond gehört quasi schon uns. Wir können uns hier die Lithium sichern. Das bauen wir gleich mal auf hier. Enemy engaged. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Na, schafft ihr das? Zwei Forschungsschiffe gegen einen. Na gut. Genau null Leute. Nice. Okay, die haben so... Oh, okay, perfekt. Wir lassen das mal hier. Habt ihr wieder ein bisschen Forschungsenergie? Jawohl. Alles klar. Das heißt, wir bringen euch hier rüber. Understood. Und dann greifen wir weiter an.
genau. Fliegt in die Reichweite von der Sternbasis. Das ist sehr clever, ja. Transwarp Signatures detected. Verstärkung. Was kommt denn diesmal? Oh, 2 Kuben. Nice. Schön. Ja, die werden uns wahrscheinlich angreifen. Sollen sie machen. Wir schalten natürlich live rüber, sobald es passiert. Give the word. Jetzt machen wir aber erstmal den hier. I thirst for battle. Alter course. Engines to full. Enemy engaged. Okay, für die brauchen wir das wahrscheinlich gar nicht. Aber bei der Sternbasis machen wir das und schalten die Schilder einfach aus. We have a new ship for the fleet. Und wir könnten es auch so machen. Wo ist denn unser Forschungsschiff hier? Du schaltest hier die Schilder aus. Oh, jetzt hat er dann keine Schilder. Der Wille war da. Ah, da kommen noch ein paar. Alles klar. Engines to full. Ready and able. Wir können mal den hier machen. Oh, wir haben schon eins verloren. Alles klar. Jetzt. Oh, jetzt sind wir in der Nähe. Und dann hauten wir gleich mit dem hier drauf. Schauen wir mal. Das müsste den dann auch gut. Awaiting orders. Könnten hier eigentlich auch, wobei ich brauche das nicht mehr. Ja, die haben wir doch. Da haben sie uns angegriffen, hätte das gedacht. So, wir haben doch, wir sind Klingonen, ne? Das heißt, wir könnten. Es reicht vielleicht nicht mehr für die Sternmasse, aber für die nächste. Wir bauen uns ein paar von denen hier. Und machen uns. Du müsstest das sein, Polaron-Torpedo. Genau. Na, die haben wieder voll. Sehr gut. Dann machen wir jetzt einfach. Standing by. We have a new ship for the fleet. Und euch fliegen nochmal ein bisschen engaged. Hier vor. Schalten hoffentlich gleich die Schilder Engines aus. Dass das ein bisschen schneller geht hier. Seid ihr schon in Reichweite? Nein, noch nicht. Kommt ihr. Oh. Be ready for anything. Helm, new course. Lasst euch durch hier. Helm, new course heading. Okay. Standing by. Gut, hoffentlich stirbst du gleich hier. Alle im Weg hier, ey. Das ist ja schrecklich. Achso, jetzt haben sie nichts mehr. Ja gut, da ist jetzt so. Kaputt ist kaputt. Es dürfte gleich was kommen. The Omega Containment Facility is now vulnerable to attack. All ships begin the assault. Ah, jetzt müssen wir direkt angreifen und zerstören. Hatten man gerade gehört, der Picard hat schon gesagt. Aber, naja, wir sind unser eigener Admiral, ne? Wir nehmen es uns nicht so. Wir haben da Zeit. Oh, oh, oh. Ich wollte. Ah, nein. Ich wollte die eigentlich überfallen. Okay, wir machen jetzt mal ganz schnell das hier. Hier rein. Ich glaube, ich weiß, wo die hinwollen. Und unterstützen das hier unten. Wir können eigentlich auch mitfliegen. Ich habe das Gefühl, die fliegen gleich hier unten zu uns. Na komm, schafft es. Alles klar, dann aus. Und ihr fliegt hier vor. Oder ist er. Mist, ist er geflohen? Das könnte natürlich auch sein, dass er jetzt wieder feig abgehauen ist. Ne, da kommen sie. Be ready for anything. Station is under attack. Enemy engaged. Okay. Engines to full. Alle hier rein. Los. Zerstört sie. Wo sind die Forschungsschiffe? Sind die nah genug? Au ja, schalte die Schilder. My death is irrelevant. Resistance is futile, Picard. It is only a matter of time. Fire all weapons. Okay, ich dachte, jetzt kommt noch was, nicht? Das sah. Okay, also wir haben Locutus seinen Kubus zerstört. Er ist mit dieser Sphäre abgehauen. Das sah ein bisschen aus wie ein Zeitwirbel, oder nicht? Das sah nicht aus wie ein normales Transwarp-Gate oder so. Oh oh.
Das kann ja schon mal nichts gut. Aber oh, perfekt, das Schild ausschalten hat super funktioniert. Nice, sehr gut. Hier, genau, die habe ich nämlich gebaut. Polaron-Torpedos. Die müssten nämlich Systeme ausschalten. Genau. Disables the System. So, wenn wir alle auf einmal schießen, dann ist irgendwas schon, hoffentlich die Waffen oder so. Das hilft uns auf jeden Fall, hier oben bei den Sternbasen. We have a new ship for the fleet. So, haben wir uns mal schnell die hier gesammelt. Kannst du dich hier gleich mal reparieren? Die tue ich natürlich gleich abbauen, die brauchen wir eigentlich nicht, aber ein bisschen mehr Delizium schadet nicht. Vorher können wir den einmal. Ah, getarnt kann das sich nicht reparieren. Alles klar. Okay. Transwarp Signatures. So, detected. Transwarp, ja, das sind wir. Be ready for anything. Oh, was war da? Da ist ein Schiff. Ah. Okay. Das verfolgen wir mal. Nicht, dass wir das zum Schluss suchen. Alle durch. Transwarp Signatures detected. Oh, Transwarp, das sind nicht wir. Ah, kriegen sie noch einmal Verstärkung. Kommt da jetzt wieder der Locutus mit dem neuen Kubus? Ne, sind nur normale Schiffe, alles klar. Können wir eigentlich den setzen auf Guard? Ihn hier. Ja, funktioniert. Das heißt, wenn er sich bewegt, dann wissen wir, wo er hinfliegt. Greifen die jetzt echt hier unten an? Das haben wir aber nicht gewettet. Schau mal, ob wir uns schnell genug hier verteidigen können oder ob die uns jetzt hier gleich ausmerzen. Naja. Na, die sind an uns vorbeigeflogen. Ich habe gerade hier was gesehen. Das heißt, sie wollen hier unten, denke ich mal, angreifen. Ich brauche eigentlich auch nicht mehr. Hier unten? Aber das sollen sie durch, da kommen sie eh nicht durch. Jetzt unser nächstes Ziel, Transwarp Gate. Oh yeah. Die kommen irgendwie anscheinend nicht hier runter. Ich weiß nicht, wo die lang fliegen. Aber die lassen sich ganz schön Zeit. Das heißt, wir greifen einfach schon mal an. Schauen mal, was passiert. Oh, da hängt ein Schiff drin fest. Ah, es hat wahrscheinlich versucht, hier durchzukommen. Tja, so ist das, Leute. So ist das. So, wir werden jetzt unseren Angriff beginnen mit... Gucken wir mal, ob das funktioniert. Die sind alle hier. Also, schauen wir mal, ob der von weit genug Entfernung schießen kann, dass die uns nicht... Schauen wir mal, wann schießt er? Oh, da muss er wirklich komplett im Waffenreichweite. Na. Oh ja, okay, zurück. Ah, jetzt sehen wir das gar nicht. Oh, ja, so, weil wir uns... Ah, nein, okay, Mist. Ja, wir lassen den Nebel jetzt mal wirken. Das heißt, der Kubus dürfte eigentlich keine Leute mehr haben, wenn wir kommen. So der Plan. Das wollte ich eigentlich mit dem Locutus-Kubus machen. Aber hey. Ah, okay, er hat aufgehört zu drehen. Das heißt, ich würde mal sagen, das ist unser Zeichen. Dann haben wir unseren Spion auch wieder ausgeschaltet. Naja. Okay, guck. Oh! Nur Leute! Sehr gut. Das heißt, wir marschen einfach mal hier rein. Zerstören das. Ich glaube, wir müssen das eh nicht capturen. Und er hier? Ah, er hat noch ein paar. Ihr könnt einfach mal den hier ausschalten. Genau. Und ihr kümmert euch mal um die hier. Ihr um das hier. Und ihr um das hier. Hier verschwindet das Transportgate. Ah, da kommen noch ein paar. Awaiting orders. So, greift mal deshalb nicht die Station. Das ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Vor allem, wenn die zurückschießen. Give the word. Awaiting orders. Change heading. So, wir können jetzt mal einfach hier vorfliegen. Irgendwas war doch hier noch. Ah ja, genau. Das können mal die hier ausschalten. Doch. Standing by. Oh, jetzt haben wir ja richtig Delizium. Dann marschen wir hier mal durch mit neuen Schiffen. Oh, es bewegt sich. Haha, perfekt, unser Spion hat funktioniert. Ah, da kommen die anderen. Ja, vielleicht brauchen wir doch noch eine hier. Ups. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist hier. Bleibt unsere Armada an, das könnt ihr gerne machen. Give the word. Enemy engaged. Da kommen sie ja.
glaube, die halten nicht lang durch. Du kannst wieder hier vorne auf Posten klicken. Da kommen sie. Macht sie platt. Okay, gegen die Paar. Das sollten wir noch schaffen. Ah, dann holen wir uns schnell das hier oben und dann geht's auf zum Omega-Partikel. Das könnte noch mal ein bisschen fallen mit dem Nebel außenrum. Der könnte uns schon ein bisschen schwächen. Ah, wir könnten im Transwarp-Gate einfach mitten rein. Das wäre eine Idee. Give the word. Dass wir im Transwarp-Gate einfach mitten reinstürmen. Aber dann sind wir halt mitten von allen Stationen. Das ist dann. Zeit, wir machen hier eins auf. Spion, flieg doch mal ein bisschen hier runter. On my way. Enemy engaged. Ja, genau, Enemy engaged. Wir schalten einfach kurz hier die hier aus. Da hätten wir vielleicht genug Zeit zum rauskommen. Da müssten wir nicht hier durchfliegen, weil sonst verlieren wir hier Schilde und Leute und das ist nicht gut. Oh! Hier fliegen noch zwei einzelne Schiffe rum und wollen abbauen. Starship oder complete. Sie haben kein Ding mehr zum Hinfliegen, weil hier oben haben sie wahrscheinlich keine Abbaustation. Ja. Keine Entladestation, sagen wir es mal so. Genau, wir warten noch drauf. Wir haben hier das Transport Gate, aber das ist die Spezialenergie ist noch nicht voll. Wir warten, bis sie voll ist, dass wir auch möglichst hier alle Schiffe durchbekommen. Sonst wird das hier vielleicht ein kurzer Ausflug. We have a new ship for the fleet. Bauen wir hier mal eine Kanone zur Verteidigung. Und dann sollten wir auch die hier mal damit loswerden. Schauen wir mal. The battle has begun. Ah, hier. Battle has begun. Ja, genau. Jetzt fängt ihr einfach an. Vielleicht machen wir hier noch sogar so einen. Spendieren wir mal. Oh, da sind die Schilde gleich aus von dem ersten. Ja, da ist vorbei. Bevor das wegdriftet, zerstört das gleich mal. Da geht ganz schön was aus, ne? Ja, hallo, hier ist auch mal kaputt. Jetzt geht doch. Ah, der Torpedowerfer ist wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig. Ah, wobei, vielleicht schafft er noch ein paar abzuwerfen. Schauen wir mal, ganz kurz. We have a new ship for the fleet. Ah, ja, hat er noch geschafft. Sehr gut. A battle has begun. Battle. Das ist nicht wirklich ein Battle. Aber gut. Starship complete. Let us get to work. Mehr Delizium für uns. Drei unendliche Monde. Das heißt, wenn die erste Armee scheitert, dann haben wir nur eine neue. Was sagt unser Status? Wir sind bereit. Alles klar, 100%. Ja, hier sind zwar noch ein paar mehr, aber wir greifen einfach mal mit denen an und schauen mal, was passiert. 9 hier hoch. Und zwar, wir wollen eigentlich rauskommen. Ich würde sagen, ja, es ist eigentlich überall genauso gut wie überall. Also, eigentlich scheißegal. Wir kommen einfach mal raus hier. Transwarp Signatures. Transwarp Signature. Auf geht's. The day will be ours. For honor. Okay, jetzt gucken wir, was passiert. Hier wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber wir machen einfach mal. Okay, wir schalten mal das hier aus. Okay, jetzt müssten wir auch mit euch hier durchkommen. Ready for battle. We have a new ship for the fleet. Ah, wir werden hier ganz schön. Vielleicht sollten wir unser ganzes Feuer auf eins fokussieren. Die sind da. Alles klar, die können mal Nebel hier hinschießen. Sind unsere auch da? Sehr gut. Die machen mal das hier. Schalten die Schilde aus. Wunderbar. Jetzt schaut schon besser aus. Und euch habt ihr auch. Ihr schaltet mal deren Systeme aus, bitte. Na, kommt ihr ein bisschen näher hin? Hallo? Die hängen jetzt hier überall fest, ne? Give the word. Ah, das ist. Diese Flugkünste von denen sind echt schrecklich. Standing by. Enemy engaged. Das hier zerstören, Junge. Ah! Ah, na gut, das hat eh keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Okay, das hält noch ein bisschen aus. Egal, wir zerstören das einfach mal und schauen, was passiert. Structural integrity has been compromised. Particle 010 destabilized. Reinforce containment field.
The Omega particle is destabilizing. Inform all ships to head for the warp gate immediately. Hail the Enterprise, Ensign. What the? Lieutenant, where did those ships go? Sir, we show no record of the Enterprise or any of the other ships in the area. Check the logs. Sir, historical logs indicate that the Enterprise was destroyed by an unidentified ship over 11 years ago. Captain Picard, Lieutenant Worf, and Lieutenant Tasha Yar all deceased. There is no record of a Romulan Admiral Sela, and records show only a Klingon Captain Martok, no Chancellor Martok. The Borg have found a way to alter this timeline. Because our quantum signatures are different, we must have been unaffected by the change. Lieutenant, set course for the location and time of that event. Engage the temporal drive. Captain's log, stardate 41153.7. We have left the Farpoint station and are en route to deliver medical supplies to Altair 4. There has been no further contact with the alien being known as Q, but I suspect we have not seen the last of him. As for Farpoint... Sir, an unidentified vessel has just appeared in sensor range. Captain, now there are two vessels. Sir, both ships seem to have disappeared. Go to yellow alert and scan the area. Should I alter course? No. Altair 4 needs these medical supplies. We cannot be deterred. But keep an eye out for anything unusual, Ensign. Sir, the timeline has been restored. Lieutenant, lay in coordinates for our original time and location. It's time to go home. Captain's log supplemental. In destroying Locutus and Omega, it seems we have finally halted the Borg invasion of the Alpha Quadrant. The Federation is secure once again. Since we cannot locate the premonition, I can only assume Captain Deming has returned with his crew to his own time. With the Borg threat behind us, the alliance between the Romulans and Klingons is already beginning to unravel. Ambassador Worf has resumed his role as Federation Ambassador to help mediate negotiations. Whether the peace will last or not, only time will tell. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt wollte ich schon sagen, tschüss, tschüss, anstatt hello, hello. Wir haben die komplette Kampagne durchgespielt von Star Trek Armada 1. Alles, was es so gibt, soweit ich weiß. Und jetzt geht's quasi dann weiter mit Star Trek Armada 2. Aber das, ich muss schon sagen, Star Trek Armada 1 gefällt mir eigentlich fast besser. Also nicht nur fast, gefällt mir fast besser. Ist ein bisschen, ich weiß nicht, mag ich einfach mehr, das Spiel. Schade, dass es da nur so wenig Missionen gibt. Das wäre cool, wenn es da nochmal so viele oben drauf gibt. Aber wir haben uns wacker geschlagen, alle Missionen durchgemacht.
ein paar Mal gestorben. Das ist auch gut so. Wenn es zu leicht ist, finde ich, dann macht es ja auch keinen Spaß. Vielen Dank fürs Dabeisein und dabei bleiben. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Star Trek. Star Trek Armada 2. Wann das startet, ich hoffe, vielleicht schaffen wir es sogar noch dieses Jahr damit zu starten. Schauen wir mal. Und ja, man hat gesehen, hier beim Ende dachte ich jetzt schon, als er nochmal aufgetaucht hat, Zeitlinie zerstört, neue Zeitlinie, dachte ich, yes, yes, noch mehr Missionen. Weil es ist schon echt lange her, dass ich es gespielt habe und ich wollte es auch quasi unwissend spielen, dass man wieder so das Feeling hat, so, oh, was passiert. Das ist ja sonst doof, wenn man schon alles weiß. Hatte ich schon gehofft, neue Missionen, aber leider nicht. Aber schön, dass sie hier bei Farpoint Station das gemacht haben, weil da, soweit ich weiß, wussten da die Föderation noch nichts von dem Borg. Ist noch vor dem ersten Kontakt vom Picard mit dem Borg, wenn der Q sie quasi hinschickt. Was aber davor ist, ist, Captain Archer hat quasi schon mal einmal Kontakt dazu gehabt. Mit dem Forschungsschiff oder diesem, ja, ich weiß nicht, es war so ein kleiner Transporter eigentlich nur, den die Borg gecaptured haben. Da haben sie es natürlich schon mal Kontakt gehabt mit dem Borg. Aber in The Next Generation hatten die bei Farpoint Station noch keinen Kontakt. Das ist so mit die erste Mission, glaube ich, ne? Da ist Commander Riker im Command, damit der Captain Picard quasi sehen kann, wie er sich schlägt. Ja, man muss das Mystery um Farpoint Station lösen. Wir sehen uns auf jeden Fall, bevor ich jetzt hier einfach weiter plapper, bis zum Ende. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Star Trek Armada 2 wird es wohl werden. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon sehr, wenn es wieder weitergeht und hoffentlich regelmäßig. Bis dahin!